Hallo, mein Name ist Lars Kischkel und ich bin heute hier bei iZotope im Hauptquartier in Boston in einem der iZotope Studios und wir schauen uns heute Neutron an. Neutron ist so eine Art Channel Strip Plugin, aber ich sage ganz bewusst so eine Art, weil es hat ein paar innovative Technologien, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Eine davon ist das sogenannte Masking. Wir können uns hier im Masking-Meter Frequenzen anzeigen lassen, in denen Maskierungseffekte passieren. Das andere, was sehr cool ist, ist der Track Assistant, der mir im Prinzip auf Basis des Audiomaterials, was auf dem Track gerade passiert, ein dynamisches Preset erstellt. Sehr, sehr coole Sachen. Schauen wir uns nachher nochmal in einem anderen Video etwas genauer an. Grundsätzlich zur Übersicht vom Plugin, wir haben hier verschiedene Module, die wir im Signal Flow verändern können, indem wir die einfach hin und her schieben. Die meisten Module sind multibandfähig, also wir haben zwei Kompressionsmodule, wir haben ein Exciter-Modul und ein Transient Shaper. Und das Coole an dieser Multibandfähigkeit ist, über die Learn-Funktion sucht mir Neutron die passenden Grenzfrequenzen aus. Das heißt, er schaut sich das Audiomaterial an und schlägt mir vor, hier macht es Sinn, das Frequenzband zu unterteilen. Außerdem haben wir einen Limiter am Ende des Signalflusses und das Spectral Shaping aus Neutrino, was ihr hier unten seht. Coole Sache. Wir schauen uns aber das Masking und den Track Assistant gleich nochmal etwas genauer an.